herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Und zwar heute am 3. Februar 2022 haben wir ein paar neue Mods und Updates auf bereits bestehende Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bei Ambra und Dark Dragon für das Abo bedanken. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, dass ich diese Mod-Vorstellung noch hochladen kann, bevor der Livestream heute Abend um 18 Uhr startet. Bitte nicht vergessen einzuschalten. Unser Let's Play auf der Calmston Farm geht in das Kapitel 3 heute Abend um 18 Uhr. Kommen wir gleich zur ersten Mod, und zwar kommt die von Sven P. Downloadgröße 11 KB in der Version 1.0 und für PC und Mac. Und zwar heißt diese Mod Pflanzenwachstumsphase Info. Diese Mod zeigt das genaue Wachstumsstadium der Pflanzen im Feldinfo-Feld neben der Gesamtzahl der Wachstumsphasen an, bevor die Pflanzen geerntet werden können. Zusätzlich wird angezeigt, ob das Erntegut bereits mit einem Feldhäcksler geerntet werden kann. Also, wenn wir hier reingucken, sehen wir hier, wem das Feld gehört natürlich, die Fläche des Feldes, die Landfläche, also das heißt die Parzellenfläche, Preis pro Hektar, die Fruchtart, Wachstumsstadium, im Wachstum Ertragsbonus 38%, Wachstumsphase 4 von 6, gedüngt 0% und benötigt Kalk. Und wenn jetzt dieser Mais schon bereit wäre für den Feldhäcksler, dann würde hier stehen Ready to Harvest. Kommen wir gleich zur nächsten Mod, und zwar kommt die von Rockstar. Downloadgröße 38 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Diese Mod heißt zusätzliche Spieleeinstellungen und ich habe seit Beginn auf diese Mod gewartet. Was können wir hier zusätzlich einstellen? Also, wir können sagen, ob das HUD angezeigt wird. Also, wenn ich das jetzt ausschalte, dann ist das HUD weg. Ich kann es wieder anschalten. Ich kann dann sagen, ich möchte dieses Kreischen in der Bildmitte haben oder nicht das Fadenkreuz, also wenn ich es ausmache, ist es zum Teil teilweise da. Das heißt, wenn etwas zum Heben gibt oder wenn es was eine wichtige Aktion vorgenommen werden kann, dann wird es angezeigt. Es kann ganz ausgeschaltet werden und natürlich wieder an. Dann kann auch natürlich das aktuelle Datum eingeschaltet werden. Das erscheint dann in der oberen rechten Ecke, je nachdem, wie wir das einstellen. Das ist da die Uhrzeit. Zeit und Datum, und dann können wir entscheiden, wie das Zeitformat ausschaut, also hier das 24-Stunden-Format oder das Format in den 12 Stunden mit AM und PM. Dann kann ein Übergangseffekt ausgewählt werden beim Kamerawechsel und so weiter. Da gibt es ganz, ganz verschiedene Optionen. Ich habe noch nicht alle durchprobiert. Wichtig ist zum Beispiel, Fahrzeuge im Shop sollen alle Fahrzeuge, alle Objekte gezeigt werden, sollen nur die Grundobjekte angezeigt werden, sollen nur Mods und DLCs angezeigt werden, nur Mods sollen und so weiter und so fort. Ihr könnt anzeigen, was im Shop angezeigt werden soll. Dann gibt es hier zu der Kameraführung ein paar Änderungsmöglichkeiten, als auch die Beleuchtung. Es kann auch das vereinfachte Starten des Motors aktiviert werden, also nur mit dem Drücken des Gaspedals kann das eingeschaltet werden. Dann kann die Tiefenschärfe ein- oder ausgeschaltet werden und natürlich auch die Kamerakollisionsanpassung, also das heißt, wie die Kamera reagieren soll, wenn ein Objekt in den Weg kommt. Des Weiteren kann gesagt werden, ob die Wildtiere angezeigt werden sollen oder nicht. Na, also eine ganz nützliche Mod, zusätzliche Feineinstellungen, wie es euch beliebt. Ich liebe diese Mod, ich habe die sofort natürlich in den Stammordner mit reingenommen. Ich werde nicht mehr leben können ohne diese Mod. Die ist auf jeden Fall jedes Mal standardmäßig dabei. Die nächste Mod hat ein wichtiges Update bekommen. Und zwar ist das die Guidance Steering von Wobster. Downloadgröße 0,15 MB. Version jetzt 2.1.0. Und natürlich für PC und Mac. Und zwar hat diese Mod tatsächlich wirklich ein großes Update bekommen. Und zwar sagt der Changelog, neue Snap für Richtungsweisungsstrategie hinzugefügt. Fehlendes XML-Schema für die Objektänderungskonfiguration hinzugefügt. Option zum Umschalten zwischen gepunkteten und normalen Linien.
Problem mit der Rückwärtsfahrt der Zielrichtung behoben. Problem mit der Breitenberechnung für Mähdresche behoben. Möglicher Mod-Konflikt mit anderen Mods, die das Configuration Util überschreiben, wurde behoben. Das Laden des GPS-Moduls aus dem Spielstand bei Missionsfahrzeugen wurde behoben. Fehlerhafte Offsets, die zu einem Zickzack-Kurs führten, wurden behoben. Probleme beim Laden des ersten Tracks wurden behoben. Es wurden Übersetzungen hinzugefügt und aktualisiert und diverse kleine andere Verbesserungen wurden durchgeführt. Also in der Tat, das Einzige, was ich in der kurzen Zeit sehen kann, ist definitiv, dass hier etwas mehr Optionen hinzugekommen sind, als auch hier bei den zeigt die Linien, der Linienversatz und ob das als Punkte angezeigt wird oder eben als bisher die Linien. Im Interface hat es nicht sehr viele Änderungen gegeben, aber es wird sich herausstellen im Einsatz, wie sehr das verbessert worden ist. Die nächste Mod kommt von Curato Farms, Downloadgröße 9 KB in der Version 1.0 und für PC und Mac. Und zwar ist das die Direktverkaufspreiserhöhung. Und zwar soll diese Mod helfen beim Verkauf, beim direkten Verkauf der Produktionsmaterialien. Die Beschreibung sagt, erhöht den direkten Verkaufspreismultiplikator von 90% auf 100%. Beim Direktverkauf aus einer Produktionskette erhältst du jetzt 100% des Warenwertes statt 90% des Grundspiels. Also, wenn wir jetzt hier sagen, der Ausgangsmodus wird geändert auf verkauft, soll hier jetzt definitiv ein höherer Preis bezahlt werden. Die nächste Mod kommt ebenfalls von Curato Farms mit einer Downloadgröße von auch 9 KB, auch in der Version 1.0 und auch für PC und Mac. Und zwar ist dieses die kostenlose Büsche und Zäune. Und zwar, wenn wir gerade in dem Baumenü sind und jetzt unter Dekoration gehen und bei den Zäunen egal was auswählen, kann dieses Element jetzt gebaut werden und zwar umsonst. Das nächste wichtige Update kommt von Loki 79, Downloadgröße 18 KB, jetzt in der Version 1.1.0 und für PC und Mac. Und zwar ist dies der Holzfäller-Mod. Der Changelog sagt, aktualisiert für Kompatibilität mit dem Super Strength-Funktion im Power Tools von W33ZL. Die Aufnahmedistanz wird jetzt nur noch erhöht, viermal, wenn die Superstärke aktiv ist. Also Superstärke wird aktiviert, das wissen wir mit der Alt-Taste. Mit der gedrückten Alt-Taste wird die zum Beispiel jetzt hier aktiviert. Mit dem roten Kreis kann man jetzt direkt den Baum einfach löschen, ohne dass man irgendwas anderes tun muss. Bei einem Doppelklick auf die Alt-Taste wird die Superkraft aktiv, das heißt also, wir können dann auch ganze Bäume rumtragen. Mit einem Doppelklick verlassen wir den Modus wieder. Und wenn wir nur kurzfristig etwas rumheben wollen, dann können wir hingehen, mit der gedrückten Alt-Taste drauf hingehen und das einfach hochheben und gut ist. Die nächste Mod kommt ebenfalls von Wobster. Und zwar ist dies die Mod Erweiterte Fill-Type-Kategorien. Diese Mod erweitert die Kategorien um die folgenden Fill-Types. Kalk ist hinzugefügt worden für Miststreuer, Düngestreuer und Überladewagen. Und Wasser als Füllgut wurde hinzugefügt bei den Güllefässern. Die Mod hat eine Downloadgröße von 3,2 MB, ist in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar können wir sehen, dass Kalk jetzt hier als Überladegut bei Überladewagen hinzugefügt worden ist. Auch können wir sehen, dass Wasser hinzugefügt worden ist bei den Güllefässern. Bei den Miststreuern ist ebenfalls das Kalk hinzugekommen. Und natürlich bei den Düngestreuer ist Kalk jetzt auch mit dabei. Die nächste Mod kommt von 20 mm Normandie und zwar mit einer Downloadgröße von 10,81 MB in der Version 1.0 und dies ist für alle Plattformen. Und zwar handelt es sich hier um diesen alten Kuhstall. Der Kuhstall fasst 35 Kühe. Ist ein bisschen dunkel. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, hier das Licht einzuschalten. Gibt es wahrscheinlich nicht. Ist im Baumenü natürlich zu finden unter Kühe. Und dann haben wir hier diesen Kuhstall. Das ist dieser hier.
Beispiel 70.000 Euro, wie gesagt, fast 35 Kühe und kostet 70 Euro Unterhalt pro Tag. Von Vergamini Modding und Lost Gamer kommt die nächste Mod, und zwar ist das dieser Wasserhahn. Downloadgröße 0,42 MB in der Version 1.0 und ist auch für alle Plattformen. Natürlich ist dieser Wasserhahn zu finden unter Container, das ist dieser kleine Hahn, für 500 Euro, und damit kann man natürlich Tanks und Anhänger mit Wasser befüllen. Und damit kommen wir schon zu der letzten Mod von heute, und zwar ist das der Pöttinger Hit 47N. Wir hatten gestern auch einen Pöttinger Hit, der herausgekommen ist gestern, und zwar war das auch ein Wender. Hier haben wir ein kleineres Modell, und zwar kommt dieses auch von Agrardesign Austria. Downloadgröße 5,3 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser Wender wiegt 419 Kilo, braucht 20 PS, um bedient zu werden, arbeitet bei 15 km/h mit einer Arbeitsbreite von 4,7 Metern. Preis für das Modell, so wie es da steht, 5.480 Euro. Wie beim gestrigen Modell kann hier auch ein Tastrad montiert werden, und auch bei den Farbeinstellungen haben wir dieselben Optionen wie gestern. Also heißt also, bei der Hauptfarbe haben wir Rot und Gelb. Bei den Designfarben haben wir Rot und Schwarz, und bei den Felgenfarben haben wir Silber und Weiß. Dann kommt noch ein kleines Update von meiner Seite, und zwar ist dieser gestern vorgestellt worden, die TLX 2020 Series, und da wurde sofort, nachdem es veröffentlicht worden ist, von Giants eine Rücknahme gemacht von dieser Mod, und zwar für die Plattformen. Also für die Konsolen, also für PC und Mac funktioniert dieser Mod nach wie vor. Für die Konsolen ist dieser Mod heruntergenommen worden und wird nicht vor dem nächsten Patch 1.3, das hoffentlich in den nächsten 2-3 Wochen erscheinen wird, wird dieser Mod also nicht aktiv werden für die Konsolenspieler. Na, nur so viel als zusätzliche Information. Das war es auch schon wieder heute, wieder von der Frankenmut Farm. Und zwar auf Einladung des Bürgermeisters von der Kommune, der mich eingeladen hat, diese Vorstellung heute zu machen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, bitte heute um 18 Uhr einzuschalten für das Let's Play auf der Kamsten Farm. Heute gibt es viel Grasarbeit zu tun da, und ich freue mich, wenn ich den einen oder anderen während des Livestreams begrüßen kann. Könnte, und natürlich, wenn wir noch ein paar Worte wechseln können über den Chat, würde mich das natürlich sehr, sehr freuen. Solltest du neu sein auf diesem Kanal, dann lass mir doch deinen Daumen da oder sogar das Abo, damit du keine neuen Videos verpasst, die ich fast täglich hochlade. Und zwar sei es Mod-Vorstellungen, Let's Plays oder Kartentours. Ganz herzlichen Dank nochmal. Danke, tschüss und hasta luego.